Meine Damen und Herren, die Frage, wie sich Identität und Differenz beziehungsweise Einheit und Vielheit zueinander verhalten, ist nicht nur eines der zentralen Menschheitsprobleme, sondern auch das Urproblem der ganzen abendländischen Philosophie. Und in der Tat, irgendwann stellt sich unweigerlich die Frage, was hat größere Bedeutung? Einheit oder Vielheit? Einheitlichkeit oder Vielfalt? Was hat den Vorrang, dass etwas ganz in sich und mit sich identisch und somit eins ist? Oder dass das Einzelne eingebettet und vernetzt ist mit den Vielen? Nun, meine Damen und Herren, hier könnte man sogleich einwenden, das sei doch eine sehr abstrakte, lebensfremde Frage. Doch man kann das gleich auch anders formulieren, etwa so. Wie erreiche ich meine eigene Identität? Das heißt, wie werde ich wahrhaft ich selbst? Indem ich mich ständig auf mich selbst, auf mein eigenes Ganzsein, Wohlsein, Interesse beziehe? Oder indem ich mich öffne auf das Viele, auf das Andersgeartete. Gerade in dieser Frage, wie erreiche ich meine eigene authentische Identität? Durch ich-zentrierte Selbstverwirklichung oder durch Beziehung zum Anderen, zum Vielen? Gerade darin zeigt sich auch die ganz praktische Relevanz unserer Fragestellung. Nun geschah bereits am Anfang der abendländischen Philosophie etwas, das dann unser Denken, unsere Lebenspraxis und Wirklichkeit fast 3000 Jahre lang bestimmt hat und bestimmt. Nämlich in dieser Frage nach dem Verhältnis von Einheit und Vielheit erhielt die Einheit und das bleibend unveränderliche Wesen des Wirklichen, also die Identität, den eigentlich entscheidenden, absolut vorrangigen Akzent. Auf Einheit und Identität kam es an und auf nichts anderes. Natürlich ist unbestreitbar, das soll alles vernünftig zugehen, jede Vielheit auf seine Einheit zurückzuführen, beziehungsweise an eine solche zurückzubinden ist. Schon Platon schreibt, das Viele ohne das Eine zu denken, ist eine Unmöglichkeit. In der Tat, ohne eine alles umfassende Einheit der Vielfalt der Wirklichkeit wäre die Welt ja nur ein aufs Geradewohl umgeschütteter Kehrichthaufen ohne Ordnung und ohne Sinn. Deshalb fragen wir ja auch da, wo uns Vieles und Vielfältiges begegnet, sozusagen spontan nach den Einheiten, aus denen das Viele besteht. Oder wir fragen nach dem einheitgebenden Wesen oder der einheitgebenden Struktur, welche das Vielfältige trägt und ermöglicht. So gesehen ist die Frage nach der Einheit ein Erfordernis allen Denkens und allen praktischen Umgangs mit der Wirklichkeit. Aber das antike griechische Denken ging noch einen Schritt weiter. Es neigte dazu, sich so sehr von der Frage nach der Einheit in den Bann ziehen zu lassen, dass es das Viele und Vielfältige abwertete. So schrieb der große neuplatonische Philosoph Proklos, alle Vielheit ist dem einen nachgeordnet. Mehr noch, das Viele, das Different Andere, wird als uneigentlich, als Verhüllung der eigentlichen, nämlich der einen Wirklichkeit betrachtet und damit tendenziell zum Verschwinden gebracht. Ja, die Überakzentuierung der Einheit tendierte dahin, alles Viele und Vielfältige als Schein zu betrachten oder als eine dem Einheit gegenüber ganz untergeordnete, geradezu verdünnte, sich dem Nichts nähernde Wirklichkeit. Diese Art des Denkens lässt sich sehr eindrücklich illustrieren an der wohl bezeichnendsten Metapher des sogenannten Neuplatonismus, nämlich dem Bild einer brennenden Kerze. Die eigentliche und wahre Wirklichkeit des Lichtes ist nur
die eine und einzige Kerzenflamme, die aber verbreitet und vervielfältigt ihr Licht im Raum um sich herum. Aber dieses von der Kerze ausgehende Licht ist nur schwacher Abglanz der Lichtquelle und wird, je weiter man von der Flamme entfernt ist, umso schwächer und schwächer. Es tendiert zum Nichts, denn irgendwo in einer hinlänglich großen Entfernung gibt es überhaupt kein Licht mehr. So verhält es sich nach neuplatonischer Vorstellung auch mit dem Kosmos, mit der Welt. Eigentlich wirklich ist nur das eine. Das ist das Göttliche, das eine Göttliche. Alles, was es außerdem noch gibt, das viele, also dazu gehören Götter, Menschen, Tiere, Pflanzen, Dinge, Beziehungen, all das andere, das sind nur ganz untergeordnete, mit Schatten und Dunkelheit vermischte Formen des einen und einzig wahren Wirklichen. So wird die Vielheit disqualifiziert, abgewertet gegenüber der Einheit. Alles dreht sich nur um die Einheit. Das ganze Leben des Menschen ist darauf angelegt, sich aus der bedrängenden, oft so widersprüchlichen Vielheit und Vielfalt zu befreien und Einheit zu finden, eins zu werden. Und das kann auf ganz unterschiedliche Weise gelingen. Ich nenne nur zwei Weisen, indem man sich durch Askese so weit wie möglich aus der Welt des Pluralen, Zerstreuenden, verwirrend Vielfältigen zurückzieht. Oder zweitens, indem man durch philosophisches Denken oder religiös-mystische Versenkung sich dem einen und einzigen Grund zuwendet und alles Vielfältige nur auf das eine hin betrachtet. Wie auch immer, je mehr etwas eins ist, umso mehr, dachte man, partizipiert es am Göttlichen, am Ureinen, das ganz in sich steht und keine Andersheit in sich birgt. Entsprechend hat am allerwenigsten Wirklichkeit all das, was mit Beziehung zu tun hat. Denn zur Beziehung gehört ja notwendig Vielheit, gehören wenigstens zwei, die miteinander in Relation stehen. Das wahre und wirkliche Sein schließt deshalb Beziehung aus. Wahres und wirkliches Sein heißt für das antike Denken, in sich sein, für sich sein. Oder einem anderen philosophischen Wort gesagt, substanzielles Sein. In sich geschlossenes, mit sich selbst identisches Sein. Und ein solches ist in perfekter Weise in dem einen Göttlichen verwirklicht. Und von der übrigen Wirklichkeit gilt, dass sie umso mehr ist und lebt und sich verwirklicht und dem Göttlichen nahe ist, als sie in sich selbst eins ist. Das ist dann vor allem auch für Menschen zu sagen, je mehr der Mensch seine Identität in sich findet, in sich eins ist, umso mehr ist der Mensch, verwirklicht er sich, ist der Abbild des einen Gottes. Nun hier an dieser Stelle, meine Damen und Herren, berühren wir einen wichtigen Punkt. Nämlich das Entsprechungsverhältnis zwischen Gottesbild und Menschenbild. Der große evangelische Theologe, mittlerweile verstorben, Wolfhard Pannenberg, vermerkt dazu wörtlich, dass von den Anfängen der Menschheitsgeschichte an die Menschen sich selbst entdeckten auf dem Umweg über die Erfahrung, die sie vom Göttlichen gewinnen konnten. Das Zweite Vatikanische Konzil formuliert diesen gleichen Gedanken so: In seiner Offenbarung hat Gott sich nicht nur selbst offenbart, sondern hat Gott dem Menschen den Menschen offenbart. Tatsächlich ist vom Altertum an bis in die Gegenwart die Überzeugung wach, dass erst von Gott her, im Blick auf Gott, das wahre Wesen des Menschen in Erscheinung tritt. Das schreibt schon etwa gegen Ende des 2. Jahrhunderts der frühchristliche Schriftsteller Minucius Felix.
Man kann das Wesen des Menschen nicht erkennen, wenn man nicht zuvor das Wesen der Gottheit sorgfältig untersucht hat. Und für die Gegenwart kann ein viel zitiertes Wort von Romano Guardini stehen: Nur wer Gott kennt, kennt den Menschen. Das hat Konsequenzen. Wenn sich das Verständnis von Gott ändert, etwa weil Gott sich offenbart, dann ändert sich auch das Menschenbild, das Bild vom Menschen. Und eben dies geschah durch die Christusoffenbarung. Durch sie kommt nämlich das bisherige, allein von Einheit und Identität bestimmte Gottes- und Wirklichkeitsverständnis Bewegung. Ja, man kann mit einer Reihe von sehr berühmten Autoren sogar sagen, es beginnt damit eine Revolution im Seins-, Personen- und Wirklichkeitsverständnis. Denn im Christusgeschehen zeigt sich Gott als jemand, der in sich selbst differenziert ist und sein eines göttliches Wesen gerade in der Differenz von verschiedenen Personen vollzieht. Oder kurz gesagt, die Einheit des einen Gottes ist trinitarisch differenziert. Dieser trinitarische Glaube ist ursprünglich keine Glaubensformel, kein Glaubenssatz, keine Doktrin oder gar Ideologie, sondern ein Ereignis, das man erzählt. Ein Ereignis, das man erzählt. Eine Erfahrung, die bezeugt wird. Und zwar ist es die Erfahrung, dass Gott der Vater durch seinen Sohn Jesus Christus in dem von ihm vermittelten Heiligen Geist auf die Menschen, als er selbst zugegangen ist, sich ihnen ganz und gar mitgeteilt und sie in sein eigenes göttliches Leben hineingezogen hat. Diese neutestamentliche Erfahrung, ich sage nochmal, das ist eine Erfahrung, nicht eine Glaubensformel. Diese Erfahrung hat Folgendes zur Konsequenz. Wenn Gott sich im Christusereignis sowohl als in sich differenziert, wie auch als Geheimnis äußerster Hinwendung, Nähe, Liebe und Kommunikation zeigt, und wenn er sich darin wirklich als er selbst gezeigt hat, dann ist dieser Gott nicht einfach durch Einheit und Identität gekennzeichnet, sondern zugleich durch Differenz der Personen, die gegenseitig in allerengster Beziehung zueinander stehen. Ja, Beziehung aufeinander hin sind. Anders gesagt, der Gott der Christen ist keine abstrakte Einheit, keine einsame Monade, keine kompakte Allmacht, kein monarchischer Supervater. Der eine und einzige Gott der Christen ist vielmehr sich ereignende Gemeinschaft in sich selbst und in seinem Verhältnis zu uns. Wenn nun, wie wir vorher sagten, eine Entsprechung zwischen Gottes und Menschenbild besteht, dann ergibt sich von diesem neuen trinitarischen Gottesverständnis hier eine völlig neue Perspektive für das Verhältnis und Verständnis von Identität und Differenz. Der Akzent liegt jetzt nicht mehr allein auf der Einheit und Identität, oder besser die Verwirklichung von Identität besteht jetzt nicht mehr nur darin, ganz mit sich eins zu werden, sich selbst zu verwirklichen, sondern sie besteht darin, sich für das andere, für das Viele, für das, was man nicht selbst ist, also für Differenz und Alterität zu öffnen, in Beziehung zu treten, miteinander Communio zu werden. Einige kurze Bemerkungen zu diesem in diesem Zusammenhang oft verwendeten Begriff der Communio. Communio hat nichts, was man ja vielleicht annehmen könnte, mit der sprachlichen Wurzel Unio zu tun,
als ob Communio sich zusammensetzen würde aus Cum und Unio und mit den Vereinigungen untereinander bedeuten würde. So ist es nicht. Vielmehr gründet Communio von seiner Sprachgeschichte her in einer bestimmten bildlichen Konnotation. Das Wort weist auf die indogermanische Wurzel Mun hin, welche so viel wie Umwallung bedeutet. Diese Wurzel liegt auch dem lateinischen Wort Mönia, Stadtmauer, zugrunde. Menschen, die in Communio stehen und leben, befinden sich zusammen hinter einer gemeinsamen Umwallung. Das heißt, sie sind zusammengefügt in einem gemeinsamen, ihnen abgesteckten Lebensraum, der sie zu einem gemeinsamen Leben, in dem jeder auf den anderen angewiesen ist, zusammenbindet. So gesehen bezeichnet Communio also die Teilhabe an einem dritten Gemeinsamen, eben am gemeinsamen Lebensraum und an anderen gemeinsamen Gütern. Diese ja sehr bildhafte sprachliche Assoziation, Umwallung, weist darauf hin, dass Communio wesentlich ein Vermittlungsgeschehen ist. Viele Einzelne, unterschiedlich Einzelne, werden durch Communio und Kommunikation zur Einheit vermittelt. Und umgekehrt, die durch Kommunikation entstehende Einheit hat ihren Gegensatz, also Vielheit und Vielfalt, nicht außer sich, sondern trägt ihn in sich. Die Einheit der Communio ist gerade die Einheit der verschieden bleibenden Vielen. Sie kommt dadurch zustande, dass die Vielen teilhaben an ein und demselben. Sei es, dass dieses ihnen vorgegeben ist, also der gemeinsame Lebensraum, sei es, dass das Gemeinsame erst hervorgebracht wird, dadurch, dass einer dem anderen etwas mitteilt, schenkt oder erwirkt, sodass Gemeinschaft zwischen Geber und Empfänger entsteht. Kurz, was unterschieden ist, anders, sich fremd, wird durch Communio, Werdung, durch Kommunikation, durch Teilhabe oder Teilgabe an einem Gemeinsamen zur Einheit zusammengefügt, ohne dass dadurch die Differenzen verschwinden. Dieser sprachgeschichtliche Hinweis heißt nicht nur den allgemeinen anthropologischen Erfahrungshorizont auf, in dem Communio steht, sie führen uns auch zu einer Entdeckung, die schon in der Antike begann. Ausgehend von einem Axiom des Pythagoras, unter Freunden ist alles gemeinsam, bestimmen sowohl Platon wie auch Aristoteles die Freundschaft als das grundlegende Paradigma von Gemeinschaft. Freunde leben zusammen und teilen ihr Leben. Sie kommunizieren sich gegenseitig das, was jeder Einzelne für sich selbst besitzt. Das geht so weit, dass Aristoteles den Freund definiert als die Hälfte meiner Seele. Ein Wort, das Augustinus dann aufgreift und zitiert. Der Freund ist die Hälfte meiner Seele. Das ist schon umwerfend. Das heißt, ich, meine Seele, da ist nicht nur meine eigene Identität drin, ich sag's mal anschaulich, sondern da ist das andere drin, der Freund. Als Freunde in diesem Sinne sollen sich alle Mitglieder des Gemeinwesens, der Polis, betrachten, sodass diese gerade durch Communio, durch gegenseitige Mitteilung eines Guten oder gemeinsame Teilhabe an einem Gut konstituiert wird. Und hier, das ist interessant, im Bereich der Ethik und Politik wird das strikte Einheitsdenken der antiken Philosophie, von dem ich ja anfangs berichtet habe, aufgebrochen. Da beginnt es bricht auf. Kehren wir aber zurück zu unseren trinitätstheologischen Überlegungen. Wir haben gesagt, der trinitarische Glaube der Christenheit schärft uns ein, Gott ist keine abstrakte Einheit,
sondern Communio, Gemeinschaft. Nun, das kann sehr leicht falsch verstanden werden, wenn man sich unter Gemeinschaft etwa drei Selbstständige in sich geschlossene Personen vorstellen würde, die sich zusammentun, gewissermaßen addieren zu einer Art von Göttergemeinschaft. Das ist natürlich überhaupt und ganz und gar nicht gemeint. Hier darf unsere menschliche Erfahrung von Gemeinschaft nicht auf Gott projiziert werden. Für uns ist es so, dass Gemeinschaft entsteht, wenn bis dahin selbstständige Personen Beziehung miteinander aufnehmen und im Vollzug ihrer Gemeinschaft immer auch selbstständige Personen bleiben. So kann es in Gott nicht sein. In Gott sind nicht drei, die dann aus ihrem Selbstsein heraus in Beziehung zueinander treten. Vielmehr ist die Einheit Gottes eine über allem Begreifen, das muss man unterstreichen, eine über allem Begreifen liegende, ursprünglich Beziehungseinheit der Liebe, in der drei Personen sich gegenseitig das eine göttliche Leben vermitteln und in diesem Austausch sich sowohl als unterschieden wie auch als zu höchst eins erweisen. Anders gesagt, die Personen in Gott haben keinen Selbststand gegeneinander. Ich, der Vater, bin ich, du, der Sohn, bist du. Selbststand gegeneinander. Sondern was sie sind sie nur im Voneinander her, im Miteinander, im Aufeinander hin. Einheit der Beziehung, der Liebe, nicht Einheit eines Subjekts, der Substanz oder eines Kollektivs. Das ist die neue christliche Einheitsidee, die in der Offenbarung des Dreieinen Gottes aufleuchtet. Es ist eine Einheit, in der Differenz, das andere, viele, vielfältige, seinen unausgehbaren, wesentlichen Platz hat. Gewiss, diese Offenbarung des Dreieinen Gottes ist für uns letztlich nicht verstehbar. Berühmte Wort von Augustinus, wenn du es verstehen würdest, ist es nicht Gott. Also sobald einer sagt, ich habe das begriffen, dann hast du nicht Gott begriffen. Also insofern muss man es nicht zu begreifen. Diese neue Einheitsidee hat ihren Platz im Glauben. Aber sie kann anfanghaft auch im Blick auf Erfahrungen, die wir in und zwischen menschlichen Beziehungen machen, irgendwie plausibel und damit irgendwie nachprüfbar werden. So denkt zum Beispiel Thomas von Aquin in einer phänomenologischen Betrachtung menschlicher Liebe Folgendes auf. Ich zitiere ihn wörtlich. Weil die Liebe den Liebenden in den Geliebten transformiert, umformt, lässt sie den Liebenden in das Innerste des Geliebten und umgekehrt eintreten, sodass nichts vom Geliebten aus der Einigung mit dem Liebenden ausgeschlossen bleibt. Also, was Thomas damit sagen will, in dieser ganz knappen Form, so schreibt er immer und kompakt, Liebe fügt die Liebenden, ob zwar sie verschiedene Menschen sind, zu einer untrennbaren und nicht aufteilbaren Einheit zusammen. Der Liebende wird in den Geliebten verwandelt und umgekehrt. Und nichts, sagt Thomas, bleibt aus dieser Verwandlung und gegenseitigen sozusagen Überlappung ausgeschlossen. Aber unter uns Menschen bleibt eine Differenz zwischen dem einigenden Akt oder Vollzug der Liebe und dem selbstständig bleibenden Sein der Geliebten, der Liebenden. Denn auch wenn die Liebenden im Geschehen, im Vollzug ihrer Liebe ein Fleisch, ganz eins werden, so bleiben sie doch außerhalb des aktuellen Vollzugs der Liebe zwei separate, einander gegenüberstehende, gesonderte Subjekte. Und das muss in Gott anders sein.
da es in Gott keine Differenz gibt zwischen Akt und Sein. In und durch die Liebe, die zwischen den göttlichen Personen herrscht, geschieht sowohl höchste Unterscheidung der Personen, weil Liebe Unterscheidung der Liebenden erfordert, sonst ist überhaupt Liebe nicht möglich, wie auch höchste Einheit, gegenseitige Durchdringung. Anders gesagt, die Personen in Gott sind durch ein derartiges In-Beziehung-Sein ausgezeichnet, dass dieses sie sowohl unterscheidet, wie auch zu unzertrennlicher Einheit zusammenbringt. Und von daher wird auch erst der Spitzensatz des Neuen Testaments in sein volles Licht. Jedenfalls ist für mich das der Spitzensatz zum ersten Johannesbrief: Gott ist die Liebe. Ich kenne keinen anderen Satz, der mehr zusammenfasst, um was es eigentlich geht im Glauben. Gott ist die Liebe. Wenn der eine Gott die Liebe ist, dann sind die drei Personen in Gott gleichsam die Knotenpunkte, zwischen denen sich der Rhythmus der Liebe vollzieht. Geben, empfangen, zurückgeben und in diesem Zurückgeben zur Einheit zusammenfinden. Alle drei Personen sind damit, wie der große Schweizer Theologe Hans-Urs von Balthasar zutreffend formuliert, alle drei Personen sind die eine und selbe Liebe in drei Seinsweisen, die unentbehrlich sind, damit in Gott überhaupt Liebe, und zwar höchste, selbstloseste Liebe sein kann. Der eine Gott ist das eine Liebesspiel, das sich zwischen den drei Personen ereignet. Lieben, geliebt werden, mitlieben. Und Liebe zeigt sich genau als das, was ursprünglich unterscheidet, wie eint. Was unterscheidet, um zu einen, was eint, um zu unterscheiden. In der Liebe, und Communio ist ja eine Sonderform der Liebe, vermitteln sich Einheit und Vielheit, Identität und Differenz. Das also, meine Damen und Herren, was wir ganz anfanghaft auch in unserer geschöpflichen Wirklichkeit erkennen können, wird uns vollends im Blick auf den dreieinen Gott eröffnet. Der Glaube an den trinitarischen Gott verändert das ganze Wirklichkeitsverständnis. Nämlich vom dreieinen Gott her öffnet sich die Beziehungswelt der Person als das entscheidende Paradigma, um Wirklichkeit zu verstehen und sich in ihr zurechtzufinden. Als tiefstes Wesen der Wirklichkeit zeigt sich die Relation, das in Beziehung sein und stehen. Die höchste Wirklichkeit, sowohl im geschöpflichen wie erst recht im göttlichen Bereich, ist weder das eine noch das viele, ist weder die Identität noch die Differenz, sondern beides, und zwar im Sinne des Miteinanderseins. Das Einzelne wird auf das Viele und andere hin aufgebrochen und beides vermittelt sich miteinander in und durch den Prozess der Communio, der Kommunikation. Diese Relevanz des trinitarischen Glaubens für unser Problem, damit für unser Menschsein, zeigt sich besonders deutlich, wenn wir in die Geschichte der Neuzeit blicken. Ab dem Beginn der Neuzeit trat aus Gründen, die wir nicht weit erörtern können, der Glaube an den dreieinen Gott fast völlig zurück und seine lebensprägende Kraft ging verloren. Gott wurde mehr und mehr als nur unitarischer, das heißt als undifferenziert eine Gott, als höchstes einsames Subjekt verstanden, nicht mehr als kommunialer, gemeinschaftlicher Gott. Und entsprechend verstand sich auch der Mensch als das ich-zentrierte eine Subjekt. Damit wird zum Beginn der Neuzeit ein Menschenbild eingeläutet, das letztlich ruinöse Folgen hatte. Denn ein Wesenszug der Neuzeit bestand und besteht darin, dass der Mensch den Gott des Glaubens abzulösen versuchte, beziehungsweise selbst dessen Stelle einzunehmen trachtete. Nicht mehr Gott, sondern der Mensch will die Welt nach eigenen Vorstellungen leiten, gestalten, umwandeln.
Nicht mehr Gottes Gesetz, sondern die menschliche Vernunft soll Norm und Sinnziel allen Verhaltens und Gestaltens vorgeben. Kurz, das neuzeitliche Subjekt setzt sich selbst als Zentrum der Welt. Da auf diese Weise der Mensch gewissermaßen an die Stelle Gottes tritt, versteht er sich auch, aufgrund des Zusammenhangs von Gott und Menschenbild, gemäß der ihm vorgegebenen unitarischen Sicht Gottes, konsequenterweise selbst als unitarisch, als selbstbezogenes, in sich kreisendes Subjekt. Natürlich gilt das nicht für jeden einzelnen Menschen, aber dieses Menschenbild war eine weit verbreitete, epochale Vorgegebenheit, an der viele so oder so partizipierten. Das neuzeitliche Subjekt konstituiert sich, indem es sich abhebt von dem, was es nicht ist, also von allem anderen, dessen es sich aber bemächtigt, ja, dass es in sich einverleiben will. So findet der Mensch seine eigene Identität, indem er sich allem anderen gegenüber als selbstbewusstes, autonomes Subjekt, als Herr darstellt und sich alles andere zu unterwerfen sucht, gleich einem großen Bauch, der alles auffrisst, um es sich einzuverleiben. Macht und Größe, Kompetenz und Anerkennung, Geld, Besitz und höchstmögliches Glück. Auf diese Weise ist nun endgültig das christliche Menschenbild, das sich am trinitarischen Gott orientiert, verabschiedet. Nicht mehr das in Beziehung stehen zum anderen kennzeichnet den Menschen, sondern die sich selbstbestimmende, selbstverwirklichte Subjektivität, die sich als Mittelpunkt setzt und von sich her alles andere zu beherrschen sucht. Und deshalb bildet sich auch von diesem neuzeitlichen Subjektverständnis her die Atmosphäre einer alles ergreifenden Bemächtigungstendenz. Denn wenn der Einzelne sich selbst, jeder Einzelne, sich selbst als Mitte und Einheitspunkt aller Wirklichkeit setzt, ja, dann entsteht geradezu notwendig der Macht- und Konkurrenzkampf dieser vielen Einzelnen und auch Kollektivsubjekte, Klassen, gesellschaftlichen Gruppen, Rassen und Nationen, da sich ja jeder Einzelne als Einheits- und Bezugspunkt setzt und sich ganz allein als selbstbestimmtes Subjekt durchsetzen, durchboxen und behaupten will, sozusagen gegen den Rest der Welt. Ich bin ich. Alles geht zunächst einmal um mich, denn ich bin ich. Das ist gewissermaßen die erste und grundlegende Devise dieses Stranges neuzeitlichen Geistes. Und wo das Pathos dieses Ich bin ich sich absolut setzt, hat der oder das andere und damit jede Differenz ausgespielt. Hat also nichts mehr verloren. Es sei denn als Material oder Instrument für die eigene Selbstverwirklichung. Wird nur noch gefragt, wozu dienst du mir? Wozu dient das mir? Wozu dient das mir? Deshalb entsteht dort, wo das einzelne Subjekt sich gegen alles andere durchsetzen will, zwangsläufig der Kampf, Konkurrenzkampf und Dauerkrieg gegen alle noch erfahrbare Fremdbestimmung beziehungsweise gegen alle Beeinträchtigung des eigenen unbedingten Selbstbezugs, der eigenen unbedingten Selbstbestimmung. Eben dieser Kampf ist Zeichen und Ausdruck dafür, dass die Selbstbestimmung der Subjekte niemals rein als solche, sondern immer nur in nicht endender Hinwegarbeitung von Fremdbestimmung durchgesetzt werden kann. Also die Frage nach dem, wie werde ich selbst, ist damit unweigerlich verbunden mit der Frage, gegen was muss ich mich noch durchsetzen, damit ich nicht selbst. Aber das ist so. Deshalb ist das Subjekt nie mit sich und der Welt im Frieden.
Denn der oder das andere will sich ja seinerseits gegen mich durchsetzen, will mich beherrschen, mich einverleiben. So zeigt sich die ganze Widersprüchlichkeit und Problematik dieses Menschenverständnisses. Wo Menschsein nicht trinitarisch-kommunial, sondern als egologische Subjektivität im Sinn dieses neuzeitlichen Subjekts gedacht wird, endet alles nur im Kampf und Widerspruch, im ewigen Konflikt und in der ständigen Konkurrenz der vielen, je sich selbst als Einheits- und Mittelpunkt setzenden Monaden. Und das gilt übrigens nicht nur von Einzelsubjekten, sondern auch von Kollektivsubjekten, wie von Staaten, Nationen, übrigens auch Religionen. Man muss nur in die Geschichte bis heute hineinblicken und man wird immer wieder darauf stoßen, unitarisches Denken. Das heißt, die Tendenz vom selbstzentrierten Einzel- oder Kollektivsubjekt her, die Wirklichkeit in den Blick zu nehmen. Das führt immer zu absolutistischen Konsequenzen. Es führt dazu, sich gegen den oder das andere oder die anderen durchzuboxen, über sie zu triumphieren oder sie zu eliminieren. Ich will ich selbst sein. Wenn du mich störst, musst du weg. Die Orientierung am trinitarischen Gott zeigt etwas ganz anderes. Menschsein heißt nicht einsames Ego sein. Vielmehr gehört dazu wesentlich die Beziehung zum anderen und damit der andere selbst und die Gemeinsamkeit mit ihm. Menschsein heißt nicht Selbstbestimmung gegen das andere oder den anderen. Personsein heißt nicht sich freikämpfen von aller Fremdbestimmung, sondern heißt gerade selbst werden in und durch Mitsein und füreinander sein der vielen anderen. Und so gesehen, meine Damen und Herren, ist der Trinitätsglaube und damit die neue Einsicht in das Verhältnis von Identität und Differenz alles andere als eine rein theoretische oder kontemplative Glaubenseinsicht. Er provoziert vielmehr eine neue Praxis. Er wird zur Basistheorie für eine Ethik solidarischen Miteinanders und Füreinanders. Mit Konsequenzen, die alles andere als selbstverständlich sind. Man denke nur an die verschiedensten Gemeinschaften und sozialen Gebilde, in denen wir leben oder die wir kennen. Fast überall, nicht überall, aber fast überall wird doch hier Einheit, Gleichklang, Uniformität höher geschätzt als Pluralität, Vielfalt, unterschiedliche Einstellungen. So ist das auch in der Kirche. Aber das gilt nicht nur von der Kirche. Es ist eine Dauerversuchung jeder Gemeinschaft, angefangen von Ehe und Familie bis hin zu Staat und Gesellschaft, das Anderssein des anderen nicht ertragen zu wollen oder zu können. Es eben nicht zu respektieren, anzunehmen, anzuerkennen, zu schätzen. Es ist leichter und bequemer, alles über einen Kamm zu scheren. Vielfalt zu unterdrücken, Abweichler auszuschalten, Einheit über alles zu stellen. So suchen sich dann die Alten gegen die Jungen durchzusetzen und umgekehrt, die Progressiven gegen die Konservativen und umgekehrt, die Rechten gegen die Linken und umgekehrt. Einer sucht jeweils den anderen auf seine Seite zu ziehen und so dessen Anderssein zu beseitigen oder ihn in eine Ecke zu stellen, um auf diese Weise dessen Anderssein fertig zu machen, zu verdrängen, zu eliminieren. Alles damit endlich Einheit und Harmonie, Ruhe und Frieden herrschen. Aber was für Ruhe und Frieden? Schließlich gibt es auch die Friedhofsruhe. Das Menschenbild, das sich am dreieinen Gott orientiert, hat eine andere Praxis zur Folge. Hier gehört der andere als anderer. Und damit dessen Anderssein als wesentliche, unumgängliche Größe dazu. Erst die Beziehung zum Anderen lässt zum eigenen vollen Personsein finden. Denn erst durch den Anderen kann ich mich verändern. Deswegen es einige Leute gibt, die
Schreiben auch nicht verändern, sondern verandern. Ich brauche den anderen, um mich zu verandern und damit selbst zu werden. Ein schöner Text des Dichters Jan Twardowski lautet: Wenn alle je vier Äpfel hätten, wenn alle gesund und stark wären wie ein Ross, wenn alle gleich wehrlos wären in der Liebe, wenn jeder dasselbe hätte, dann brauchte keiner den anderen. Ich danke dir, Gott, dass deine Gerechtigkeit Ungleichheit ist. Ungleichheit, Alterität, Anderssein. Denn Ungleichheit, Anderssein sind gerade Bedingungen für einen wirklichen, in die Tiefe reichenden Lebensaustausch der Ungleichen. Sind Voraussetzungen für Ergänzung und Bereicherung, für gegenseitiges sich korrigieren und herausfordern. Der große evangelische Exeget Ernst Käsemann formuliert im Zusammenhang der Charismenlehre des heiligen Paulus und dessen Bild vom Leib Christi sehr schön folgendermaßen: Der Leib Christi, schreibt er, besteht nicht aus einem, sondern aus vielen Gliedern. Denn während das Gleiche sich nur anödet und gegenseitig überflüssig macht, vermag das Unterschiedene sich gegenseitig zu dienen und in diesem Dienst der Liebe eins zu werden. In der Tat, Menschen, die nur gleich sind, die Gleiches können, Gleiches denken, Gleiches wollen, brauchen sich gegenseitig nicht. Sie machen sich füreinander überflüssig und bestätigen sich höchstens gegenseitig in uniformen, geschlossenen Gesellschaften, die sich gegen andere abkapseln. Das kennen wir ja auch. Geschlossene Gesellschaften. Bloß nicht in Frage stellen durch was anderes. Der Blick auf den dreieinen Gott zeigt etwas anderes, dass nämlich Einheit nur rechtens ist, wenn sie sich in Vielfalt vollzieht. Im Mitsein, in der Anerkennung des Anderen, im Austausch mit ihm und in der Ergänzung durch ihn. Und Vielfalt ist nur dann rechtens, wenn sich das jeweilige Anderssein und damit der Variationsreichtum im gegenseitigen Schenken und Empfangen, wozu unter Menschen auch kritische Infragestellung und konflikthaftes Ringen um das Wahre und Rechte gehört, wenn sich dieses zur Einheit der Liebe zusammenfügt. Der dreieine Gott gibt also gewissermaßen ein Modell dafür an, wie Einheit und Vielfalt sich zueinander verhalten sollen. Trinitarische Einheit ist nicht dinghafte Einheit, nicht kollektive Uniformität. Sie ist weder narzisstisches Pathos des einsamen Ich bin ich und ich allein, noch tyrannische Unterdrückung des Vielen zugunsten des eigenen Ego. Trinitarische Einheit ist gerade das Beziehungsnetz, der Lebens- und Liebesaustausch der vielen je anderen und des vielfältigen je andersseins. Darin und nur darin ist und wird man wahrhaft Mensch und Abbild des einen Gottes in drei Personen. Von daher zeigt sich übrigens auch, dass das neutestamentliche Doppelgebot der Liebe im Grunde nichts anderes ist als dynamisierter Trinitätsglaube. Das heißt, es ist Weisung an uns in gegenseitiger Anerkennung, Zuwendung und Hilfeleistung, im herzlichen Miteinanderleben, im solidarischen Füreinander-Dasein, Trinität, trinitarische Einheit in die Praxis unseres Lebens umzusetzen. Und gerade in dieser Praxis zeigt sich, Identität und Differenz, Einheit und Vielheit sind gleichwertige, aufeinander bezogene, einander völlig entsprechende Momente unserer Wirklichkeit. Wir müssen ihr nur entsprechen. Und dazu ermutigt der Glaube. Wenn nämlich der dreieine Gott sein Leben so vollzieht, dass eine göttliche Person in der Gemeinsamkeit der Liebe jeweils in der anderen bei sich selbst ist, dann ist prinzipiell auch die endliche Person, also jeder von uns, fähig, in der Gemeinschaft mit anderen und in der Beziehung zu ihnen
nicht nur Schranken und Grenzen zu finden, sondern gerade auch Selbsterfüllung und Identität. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.